Ja, viele kennen das, ja. Grill gekauft und nach 2 Jahren kommt das Ding eh wieder in den Müll. Ich bin selbst kein Öko oder sonst irgendwas, eher das Gegenteil. Aber da finde ich es halt schon ziemlich schade, dass die Dinger teilweise gar nicht richtig lange halten. Ich persönlich bin ein Fan vom Tyros-Grill. Muss man ganz klar sagen, das ist immer eine Glaubensfrage, welcher Grill. Ne? Aber das ist ein Holzkohlegrill. Genauer gesagt ein Trichter, ein Zugofen, der auch richtig schön zieht, wo man nicht dauernd hier fächeln muss. Und der ist aus Edelstahl, also rostet er nicht. Man muss ihn höchstens sauber machen, das ist das Einzige. Und so einen, den Tyros T2, den checken wir zusammen mal nach dem Intro. Ab geht's. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin's, Onkel Kramer. Das ist ein Edelstahlgrill, ein Tyros T2. Ich muss sagen, ich bin davon voreingenommen, weil ich ein absoluter Fan davon bin. Und mir kommt auch nichts anderes in den Garten. Ich weiß, die Geschmäcker sind da verschieden. Der andere mag es gerne mit Gas. Gas nehme ich für unterwegs meinen Scotty. Aber zu Hause mag ich gerne Holzkohle. Das hat für mich was mit dem Geschmack zu tun. Und ich bin auch kein Barbecue-Fan. Man kann hier auch Barbecue-Hauben für bekommen und so weiter. Ich bin ein Trichtergrill-Standard-Fan, weil ich wahrscheinlich aus dem Osten komme. Und Ossis lieben diese Dinger. Aber ich wurde weder von Tyros dafür bezahlt, sondern ich bin einfach nur Tyros-Grill-Fan. Den Tyros, den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Mit Rollfüße, mit großer Grillplatte, mit kleiner Platte und so weiter. Verschiedene Höhen. Der T2 ist das Modell. Vierköpfige Familie, wenn wir Besuch kommen, müssen wir halt noch einen Griller machen. Wobei man sagen muss, der ist ziemlich schnell. Das Grillrost lässt sich bei dieser Version nicht in der Höhe verstellen. Ich persönlich regle die Temperatur hier unten über den Zug. Geil, wie gesagt, 25 Jahre Garantie. Hier unten haben wir unseren Aschekasten drin, wenn wir das Ganze aufmachen. Er hat denn hier seine Kippe reingeworfen? Ja, auch der ist aus V2A, das heißt auch hier gammelt nichts durch. Das ist nämlich immer das Erste, wenn man draußen stehen lässt, das Wasser rieselt rein. Hier ist auch ein Ablauf für Wasser, dass das hier nicht drin stehen bleibt. Und das sind sonst immer die Dinger, die zuerst anfangen zu gammeln, kann bei V2A nicht passieren. Es gibt auch keine Holzgriff oder sonst irgendwas, was dann nach der Zeit irgendwie abgammeln könnte. Der ist, wie gesagt, komplett aus antimagnetischen V2A. Edelstahl ist sowieso nicht magnetisch, aber was heißt antimagnetisch? Vielleicht kann das mal jemand in die Kommentare reinschreiben, der sowas weiß. Ist hier mal irgendwas uselig oder mögt ihr es doch nicht mehr leiden? Wollt ihr das neu kaufen, könnt ihr so die Teile einzeln nachbestellen. Ihr müsst nicht gleich den kompletten Grill nachordern. Der Glutofen ist halb voll. Wir brauchen sehr wenig Holzkohle, also sehr sparsamer Grill. Ist ein deutscher Hersteller und somit bleibt die Kohle auch im Land. Ich finde das immer cool, wenn man was Nachhaltiges hat und dann halt auch noch eine Sache, wo man die Kohle in Germany lässt und die deutsche Wirtschaft so ein bisschen unterstützt. Die Maße könnt ihr auf der Amazon-Seite sehen, da habe ich euch das Richtige nochmal verlinkt. Damit ihr das auch findet, die verschiedenen Größen, einmal meinen, den T2, gibt es mit Rollen, ohne Rollen. Da findet ihr auf jeden Fall alles, was ihr braucht und seht die technischen Daten. Oh, was mich ärgert, hier gibt es keine Thüringer Bratwurst. Das kennen die hier gar nicht, so gute Sachen. Aber ich finde, man kann besser einmal mehr Geld ausgeben, als wenn man alle 2 Jahre irgendwie so ein Ding kauft, das immer wieder zusammenbauen muss. Hier ist es ganz simpel, waren ein paar Schrauben dabei. Und schon ist das Ganze fest zusammen, gammelt nicht. Mein Fazit: im Osten der Hammer, im Westen definitiv noch nicht angekommen und relativ unbekannt, jedenfalls in meinem Bekanntenkreis. Vielleicht ist es woanders auch wieder anders. Kohle schmeckt mir besser als Gas. Und ich persönlich bin ein Typ, ich brauche keinen Grill mit 1000 Reglern. Aber auch das wieder absolute Geschmacksfrage. Ja, und im Osten braucht man auch keine Bratwurstzange. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was euer persönlicher Favorit in Sachen Grillen ist. Und mobile Version, den Scotty Grill, das ist ein Faltgasgrill. Und für zu Hause definitiv den Tyros T2. Vertut euch nicht mit der Größe, der ist sehr schnell am Grillen und macht wirklich ein gutes, gleichmäßiges Ergebnis. Und deswegen muss man da nicht unbedingt einen Riesenteil haben. Der T2 ist ein bisschen schmaler, ein bisschen tiefer, dafür auch ein bisschen preiswerter. Ich stelle mich mal hin, dann seht ihr, das geht mir auf jeden Fall hier auf den Oberschenkel von der Größe her. Satan, das geht gut, ne? Schön gleichmäßig, also preis-leistungsmäßig muss man natürlich auf die Jahre rechnen. Dann passt das wieder irgendwo. Und vor allem, wenn man die Zeit rechnet, für alle 2 Jahre Grill zusammenbauen. Dann gibt es ja auch noch die ganzen Perversen, die sind Kugelgrill. Ich kenne jemanden, der ist Kugelgrill-Fan. Bitte lasst ein Abo da. Tschüss.